So, hallo. Es ist 19:34 Uhr und heute war ein besonderer Tag. Nämlich der Tag, an dem ich persönlich zum ersten Mal in der Schule war, in der ich ab Mittwoch unterrichten werde. Ich habe heute den Direktor zum ersten Mal persönlich getroffen. Und dann gibt es zwei, die sind auch Direktoren. Einer vom Gymnasium und einer von der Oberstufe, einer von der Unterstufe des Gymnasiums. Und natürlich die Sekretärin, also die Assistentin des Direktors. Dann die Verantwortliche in der Bibliothek, den Informatiklehrer, dann ja, alle Lehrer, an denen wir vorbeigekommen sind, die ich halt einfach dann, er hat mich vorgestellt, aber ich kann mir natürlich nicht alle merken, aber das ist ja normal. Aber morgen ist so ein besonderes Fest in der Schule und da bin ich auch eingeladen und ich soll morgen die ganzen Dokumente mitbringen. Und ich musste das heute alles beim Copyshop ausdrucken. Und jetzt habe ich das alles mit Google Lens eingelesen. Und ich muss das aber noch korrigieren. Ja, das ist ein Roman. Ich habe ja mehrere Fächer studiert: Erziehungswissenschaft, Literaturwissenschaft und Psychologie. Und am Ende auch noch ein Jahr oder ein Semester eigentlich. Ein Semester Jura. Und dann habe ich die Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin für Englisch, Französisch, Spanisch. Dann habe ich hier noch von der IHK eine Fortbildung. Dann habe ich noch meine Arbeitsnachweise in verschiedenen Instituten, sage ich jetzt mal, also zum Beispiel Studienkreis, Nachbarschaftshilfe, also überall, wo ich im pädagogischen Bereich gearbeitet habe. Dann ja, musste ich Formulare ausfüllen, auch für die Sécurité sociale, also die Sozialversicherung. Dann habe ich vom Campingplatz eine Bestätigung gebraucht für die Schule und für die Sozialversicherung, dass ich hier wohne. Dann ja, ein Lebenslauf natürlich, dann meine Lehrerfahrung. Das habe ich zum Glück fürs Goethe-Institut schon mal auflisten müssen. Da musste ich das nicht nochmal zusammensuchen. Eine Passkopie, also Carte d'identité, Personalausweiskopie, Bankkarte. Ja, die Lehrerin, die ich vertrete, habe ich eine E-Mail hingeschickt, da kam eine automatische E-Mail zurück, dass sie im Moment nicht da ist. Und dann habe ich sie angerufen und da war nur der Anrufbeantworter dran, da habe ich ihr was auf den Anrufbeantworter geschwätzt. Ja, dann habe ich einen Plan von College und Lycée, einen Stundenplan, wann ich arbeite. Ja. Das war's eigentlich. Das vom Goethe-Institut ist das Allerwichtigste. Das ist nämlich das Zertifikat, das bestätigt, dass ich unterrichten darf. Dass ich Deutsch als Fremdsprache unterrichten darf. Genau. Das hat mich 1.300 € gekostet, falls es jemanden interessiert, der das auch machen möchte. Und am besten wäre es, wenn man sich ein Jahr lang regelmäßig 2 Stunden pro Tag dafür Zeit nehmen würde. Aber ich habe mir ein Jahr lang eine Stunde pro Woche Zeit genommen, weil ich ständig beschäftigt war. Und dann die letzten 2 Monate habe ich jeden Tag 4 oder 5 Stunden damit verbracht und habe das im Schnelldurchlauf gemacht, da muss man hunderte von Aufgaben bearbeiten und die werden korrigiert und
dann kann man online die Prüfung machen und da muss man halt einen bestimmten Prozentsatz oder so. Also ich habe eine 2 bekommen. Ich bin mit einem Punkt an der 1 vorbeigerasselt. Das ist oft so, gell? So, so viel dazu. Genau, das muss ich heute Abend noch korrigieren. Und da ich im Copyshop war und das auch ein Schreibwarenladen ist sozusagen, habe ich mir natürlich, ich habe gesagt, ah, oh, sehr im Paradies. Da hat sie gelacht. Ich finde halt, Schreibwarenläden sind ein Paradies. So, und ich weiß noch nicht, ob das ausreichen wird. Aber ich habe hier ein Büchlein gekauft von A bis Z. Und da werde ich alle Schüler reinschreiben. Und ja, irgendwie so, ja, dass ich es mir halt merken kann. Also Vorname, Nachname natürlich und welche Klasse. Und dann natürlich auch irgendwas Besonderes über ihn. Hobbys oder so. Interessen. Damit ich mir den Schüler besser merken kann. Und ich weiß, das sind alles Gymnasiasten, die brauchen eigentlich keine Aufkleber, aber ich finde das einfach so schön, dass ich jetzt was unterrichten, dass ich korrigieren darf und so weiter. Und ich dachte mir, für die Mädels klebe ich immer Herzen drunter und für die Jungs Sternchen. Ich weiß nicht, die Abiturienten werden wahrscheinlich herzlich lachen. Aber ich werde da einfach ganz locker drüber reden. Ich werde einfach sagen, wer kein Sternchen oder Herzchen will, der soll es mir vorher sagen, damit ich sein Heft nicht verschandle. Aber eigentlich machen die alles online. Ja. Wir kriegen alle ein iPad und alles online speichern. Ist natürlich besser für die Umwelt, wenn man kein Papier ausdruckt, aber ich finde es eigentlich immer schön, wenn man auch ein bisschen Papier hat. Ja, ich habe trotzdem von der Bibliothek dann auch die Möglichkeit, mir da Material zusätzlich zu holen. Aber natürlich wäre es dann am umweltfreundlichsten, wenn ich das einfach fotografiere mit Office Lens zum Beispiel und das PDF auf unsere Plattform stelle. Zum Beispiel. Genau, also das dazu. Da ich ja mein komplettes Planungssystem jetzt in diesem winzigen Ordner habe mit den Karteikarten, habe ich den hier nochmal durchgeschaut, ob da noch irgendwas ist, was noch auf Karten übertragen werden muss, und festgestellt, nö, weil ich habe jetzt alles auf Karten und das Einzige, was ich noch brauche, ist das hier, das ist einmalig. Also meine einmaligen To-Dos, die muss ich noch übertragen auf Karten und dann habe ich's. Ich habe meine Serien auf Karten übertragen, ich habe die wöchentliche und tägliche und monatliche Routine auf Karten übertragen. Ich habe, okay, und das ist Tagebuch und das habe ich rausgerissen, weil ich dachte, ja, ich will doch nicht das verwenden und dann, ja, ich will doch das verwenden und ich weiß noch nicht. Also, und das sind nur Fortschritte in den Serien und deswegen, das alles kann ich mir jetzt sparen. Ja, ich muss dann noch zum Papiermüll. Ich muss sowieso meine Wäsche noch aus dem Trockner holen, nach einer halben Stunde. Genau, also, ich muss dann noch Tagebuch schreiben. Und ich packe jetzt diese einmaligen Aufgaben erstmal da rein, damit ich die dann übertrage. Und ich weiß noch nicht, wofür ich den Ordner verwende. Vielleicht für Notizen und Ideen oder so. Auf jeden Fall nehme ich den mit in die Schule, wenn ich mir was notieren möchte. Und das nehme ich auch wieder mit in die Schule. Und genau, mein Tagebuch lasse ich hier liegen, damit ich weiß, dass ich das jetzt gleich noch machen möchte. Hier muss man wieder zum Laden anstecken, damit alles schön lädt. Ich habe heute die Powerbanks beide dabei gehabt. Ich habe nur eine mitgenommen. Die andere habe ich dann erst verwendet, nachdem ich
Ja, ich war beim Campingplatzbesitzer noch in seinem Haus, habe seine Tochter kennengelernt, weil der gebe ich Nachhilfe. Also ich mache Hausaufgabenbetreuung dann und habe mit ihr gesprochen und sie hat mir ein paar Sachen gezeigt und so. Genau. Und wir haben einen Tee zusammen getrunken. Ja. Und dann war ich in der Cafeteria, um die ganzen Sachen mit Google Lens einzuscannen und zu übersetzen. Genau. So, jetzt möchte ich noch meine Karten durchschauen, was ich heute schon gemacht habe, was ich noch machen sollte eigentlich. Und ja, den Rest übertrage ich dann auf die anderen Tage. Erstmal kommt der Montag auf den nächsten Montag. Der nächste Montag ist, weil heute der 18. ist, plus 7 ist 25? 23. 23. Es ist spät und ich bin sowieso nie so gut in Mathe gewesen. So, was steht denn hier? Am 22. steht Freitag. Das ist komisch. Samstag, der 23. ist doch der 25. Das ist schon mal mein erstes Raten richtig. Der 23. Moment. 23. Hier steht Samstag. Der 23. ist Samstag. Sonntag ist der 24. Ja, okay. Terme. Der 25. ist Montag. So, Montag, der 25. So, dann die nächste Karte, die ich hier habe, ist die 18. Die kommt ganz, ganz hinten hin. Nach der 17. So, meine nächste Karte ist Unterricht mit Amina, Montag, Dienstag jeweils 15 Uhr. Heute musste ich das um eine Stunde verschieben, weil ich genau um 15 Uhr das Gespräch und den Rundgang mit dem Direktor hatte. War aber kein Problem. Und Amina habe ich morgen. Morgen ist Dienstag, der 19. Morgen habe ich auch eine Lernpartnerschaft mit Natalia um 18 Uhr. Und morgen ist das Fest in der Schule und ich muss die Dokumente abgeben. Okay. So, die nächste Karte ist Joggen am Montag. Das habe ich nicht gemacht, aber ich bin, glaube ich, 30.000 Schritte gegangen. Ich muss gleich mal auf dem Handy gucken. Und das Dorf, die Stadt ist relativ bergig. Also, ich meine, runter ist es in die Stadt, geht es halt bergab. Das ist ganz einfach. Aber rauf geht es halt dann bergauf. Ist irgendwie sehr logisch, oder? Montag, der 25. Joggen. So. Dann haben wir hier woanders ein Video hochladen. Ich wollte auch noch das, was ich gestern editiert habe, hochladen. Ich habe nämlich ein NN und ein VN editiert. So. Dann muss ich mich mal kurz anmelden am PC und mich mit dem Internet verbinden. So. Dann lege ich mir die Karte hier in das Tagebuch, damit ich nachher gucke. 1000 Gedichte ist heute dran. Gestern habe ich 1000 Geschichten mit Englisch der Hase angefangen, weil da hatte ich Screenshots von einem Kinderbuch drin und das ist ja copyrightmäßig nicht erlaubt. Und da habe ich von Unsplash Fotos runtergeladen, das ist gratis und das darf man verwenden. Und
Da habe ich die englische Version in Canva reinkopiert, um da ein durchgehendes Design zu machen. Aber ich bin nicht ganz fertig geworden. Das heißt, nächstes Mal, wenn 1000 Geschichten dran ist, mache ich da weiter. Und ich hoffe, dass ich nächstes Mal ein bisschen weiterkomme als nur eine Geschichte, die ich schon mal gemacht habe, in eine neue Präsentation, also eine schönere Präsentation zu verwandeln. Weil sonst werde ich ja nie fertig. Ich muss ja neue Geschichten schreiben und übersetzen. Ich muss die Videos dazu machen und so. Also das, hoffentlich wird das bald besser, dass ich mehr Zeit habe. So, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Mona Riga Account gehen und mal sehen, ob der den Download, der gestern abgebrochen ist, fortführt. Ich bin auf diesen Google Drive Pfeil gegangen. Nochmal bitte. Und bis jetzt sieht es gut aus. Gut. Dann ein Short. Habe ich noch nicht aufgenommen. Tue ich mir hier in den Kalender rein. In das Tagebuch. Tagebuch, ja. Brauche ich mir nicht da rein tun. Das kann ich schon auf morgen. Weil das Tagebuch ist ja hier. So. Eigentlich jetzt wurscht, wo. Dann Spaziergang, ja, genau. Das kann ich auf morgen übertragen. Wo ist mein Handy? Weil ich wollte ja gucken, wie viele Schritte ich heute gegangen bin. Oh, ist in der Handtasche. Und zwar meine Health App. Ja, nee, 19.562. So viel war es jetzt auch wieder nicht. Aber gut, der Rückweg war eben nach oben. Und ich meine, jetzt, wenn man mal vergleicht mit, was ich in den letzten Tagen so gegangen bin, da ist es jetzt deutlich mehr als das Doppelte. Genau. So. Aber morgen fahre ich mit dem Auto zur Schule, weil so viel Zeit habe ich nicht, dass ich jeden Tag so weit gehe. Baden und Duschen, das kann ich auf morgen übertragen, das habe ich heute früh gemacht. Meditation habe ich leider nicht gemacht und habe ich heute auch keine Zeit mehr. Wanderführer habe ich heute nicht gemacht, hatte ich keine Zeit. Einfach auf morgen übertragen. ENIAC laden, den habe ich die ganze Nacht geladen und der ist voll. Der ist bei 79%, also obwohl er jetzt schon eine Stunde lang heizt. Kann ich auf morgen übertragen. Einkauf, ja, das habe ich heute gemacht. Das kann ich auf morgen übertragen. Frühstück. Ich habe nicht wirklich gefrühstückt. Ich habe so einen Smoothie mir im Supermarkt gekauft. Und ich habe mir was zum Essen gekauft, aber das habe ich noch nicht gegessen, weil ich keine Gabel und keinen Löffel mitgenommen habe. Daran muss ich morgen denken. Und ein langes für Monas SUV-Reisen noch editieren. Das packe ich mir in mein Tagebuch, damit ich das heute noch mache. So, damit habe ich alles auf den nächsten Tag übertragen, was tägliche Aufgaben sind und alles auf die nächste Woche übertragen, was wöchentliche Aufgaben sind. Und meine Datumskarte hinten reingetan, sodass ich sie für den nächsten Monat verwenden kann. Und damit ist das schon mal erledigt. Und das hier ist für die Schule zum Mitnehmen. Und das hier auch. Und das hier muss ich morgen auch mitnehmen. Und dann muss ich heute noch korrigieren. Meine Übersetzung meiner Dokumente.
Das muss zum Glück nicht beglaubigt werden, sondern ich muss ein Schreiben aufsetzen, das muss ich dann auch noch machen, indem ich bestätige, dass die Übersetzung ins Französische richtig ist. Aber ich meine, die vom Rektorat, die können auch, also da kann auch mindestens einer Deutsch und der sieht ja dann die Dokumente und kann die auch auf Deutsch selber durchlesen. Genau. So. Jetzt esse ich was. Achso, ich wollte euch noch zeigen, was ich gekauft habe zu essen. Haben wir einmal hier ein Limo ohne Zucker. Zum Glück habe ich noch was anderes außer Zitrone, also Zitrone, zitronige Zitrone. Es gibt ja zwei verschiedene Zitronenlimos. Ein Bitterlemon und ein süßes Lemon. Eine süße Limonade. Also so wie Sprite oder 7-Up. Und das ist halt ein süßes. Und das andere zuckerfreie Limo, was ich bisher in Frankreich gesehen habe, ist ein Bitterlemon. Und das hier, diesen Smoothie, das war mein Frühstück und Mittagessen. Deswegen ist jetzt höchste Zeit, dass ich was esse. Das ist ein Fablu Bleu. Der Fablu Bleu. Ja, also Guave, grüne Zitrone, Apfel, Kokos, Spirulina und Vitamine. Genau. Und das ist eben ohne Zuckerzusatz. Das ist ein richtiger natürlicher Smoothie. Dann Feta, fertig geschnitten. Mascarpone, gibt es dann mit Kakao. Carotte râpée. Also das ist ein Karottensalat, der fertig ist. Den liebe ich. Ein Deo, weil ich habe plötzlich zu schwitzen angefangen, weil die Sonne rauskam und hatte aber kein Deo dabei. Das heißt, das kommt in meine Handtasche, damit ich das immer dabei habe. So wie Feuchttücher immer dabei sind. Dann Thunfisch mit Sonnenblumenöl und Ratatouille. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das alles heute esse. Und das habe ich ausgegeben. 28 Euro. Ich denke, das ist zu teuer. Aber morgen fahre ich ja mit dem Auto in die Stadt und dann fahre ich zu einem großen Supermarkt, weil das war ein kleiner in der Stadt. Sorry. Kleine sind natürlich immer teurer. Ist ja klar. In der Stadt. Weil der Platz ist ja auch teurer und die Abnahmemengen sind geringer. Deswegen ist der Stückpreis höher und so weiter. Jo. Genau. Ich esse jetzt erstmal was. Sonst falle ich noch vom Stuhl. Nee, falle ich nicht, aber sonst kann ich auch nicht einschlafen, wenn ich nichts esse. So, dann bis morgen. Ciao.